Ja, schönen guten Abend. Zusammen liege hier im Hotelzimmer in Kinshasa. Bin heute zurückgekommen, war in der Provinz Otuele, Stadt Isiro, und habe mir mal heute mal die deutsche Nachricht mal reingezogen, was so in der zweiten Heimat denn so in letzter Zeit passiert. A la katholische Kirche, so ein, sorry, unterbelichteter, keine Ahnung, ob der Pastor oder was der Bischof ist oder was, der meinte, es wäre doch für Kinder schlimmer, bei einem Misshandlungsfall auszusagen, als die Misshandlung an sich. Tut mir leid, ich weiß ja, dass YouTube und Instagram mittlerweile und Facebook, wenn man irgendjemanden beleidigt, dann sofort Hassrede, Hasspredigt, bla bla bla. Ja, habe ich schon ein bisschen erkältet. Keine Sorge, ist nicht Omikron hoch 2, das ist eine normale Erkältung, die gibt es auf der Welt auch noch. Also locker bleiben. Es gibt auch noch Erkältungen, ja Leute. Außer Corona. Zu diesem Mann möchte ich einfach nur Folgendes sagen. Ich weiß ja nicht, aus welcher Bibel Sie gelesen haben. Aber so viel ich verstanden habe, hat Jesus mal gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Er hat ganz klar gesagt, Kinder sind das Wichtigste überhaupt. Das ist ja auch logisch, denn ohne Kinder kein Wachstum und ohne Kinder keine neue Generation und ohne Kinder kein Voranschreiten auf der Welt. Da die katholische Kirche es aber in der letzten Zeit geschafft hat, dass man am liebsten seine, im Grunde genommen, Katholismus am besten dem Klo runterspülen sollte und kann und machen sollte, nach all dem, was jetzt da rausgekommen ist, ist das einfach nur lächerlich, eine Farce. Und es zeigt doch einfach mal, von welcher Wurzel solche Typen wie sie stammen. Ja, und ich kann Ihnen nur Folgendes sagen. Und das ist eine Aussage von Serge Menga: Die katholische Kirche ist weg vom Fenster in Europa. Bye bye. Weg. Ihr werdet euch noch in sogenannten Schwellenländern werdet ihr euch noch aufrechterhalten können, denn Armut treibt die Menschen in die Kirche mit dem Glauben, irgendwann kommt der Retter und alles wird gut und der kommt auf dem weißen Pferd. Was ein Bullshit, ja. Also wäre ich Jesus, ja, ganz ehrlich, wenn ich Jesus wäre, auf den ja alle so viel warten oder wer auch immer, dann würde ich mir den Scheiß hier auf Erden gar nicht mehr antun. Ich kam, ihr habt mich ausgepeitscht, ihr habt mich mit Lanzen durchstochen, ihr habt mich gequält, malträtiert, misshandelt. Und da soll der Messias nochmal kommen? Mit allem Respekt vor eurem Glauben. Ich habe Respekt vor jeder Religion und vor jedem Gläubigen. Aber ganz ehrlich, also ich rechne einen sogenannten Jesus oder Messias ein bisschen mehr Intelligenz zu, als das, was die katholische Kirche, römisch-katholische Kirche, seit Jahren von sich behauptet. Und das Erste, was ich tun werde, sobald ich in Deutschland bin, ich werde diese Punkt, 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 Kirchensteuern komplett streichen lassen. Von mir gibt es keinen Cent mehr. Und ich sage ganz deutlich, damit meine ich nicht die Millionen gläubigen Christen, sondern ich meine die römisch-katholische Kirche als Institution. Ihr habt versagt und eure Zeit in Europa ist vorbei. Und auch in diesen Schwellenländern, wo ihr immer noch haust und meint, ihr müsst die Leute zum Katechismus bringen oder kolonialisieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Denn die Wahrheit ist in der Welt angekommen. Dank Social Media, dank mutiger Menschen weltweit, die einfach einen Finger in eine Wunde stecken und genau aufzeigen, was für ein Scheiß weltweit mit Kindern passiert. Und ich möchte gar nicht wissen, wie groß der Berg voller Dreck ist, der uns manchmal gar nicht erst gezeigt wird. Weil jede Regierung wüsste, es wäre eine tickende Zeitbombe, die Menschen würden ausrasten. Euer Serge Menga, Love, Peace and Harmony for the children worldwide. Worldwide.